Das ZDF-Magazin Royal, meine Damen und Herren, die Show für alle Abgehängten, alle Ausgestoßenen und Unerwünschten. Wir haben ein Herz für Verlierer. Die Loser bei der Bundestagswahl vor 2 Wochen, Nazis. Ja, die AfD ist zwar wieder in den Bundestag eingezogen, aber nur ganz knapp zweistellig als zweitkleinste Fraktion. Und ich weiß, niemand hat Lust, über Verlierer zu reden. Am allerwenigsten die Verlierer selbst, oder Frau Weidel? Alice, du bist gefragt worden. Frau Weidel? Zwar hat die AfD verloren, aber weil ein paar Millionen Fans von Rechtsextremismus sie trotzdem zum zweiten Mal in den Bundestag gewählt haben, könnte die AfD demnächst auch etwas gewinnen. Und zwar was richtig Cooles: Geld. Viele Millionen Euro für ihre Stiftung. Stiftung. Allein das Wort schon. Wenn ich das Wort hier im Studio sage, ist sofort eine Stimmung wie beim Comedypreis. Stiftung. Die Mundwinkel gehen nach unten. Stiftung. Klingt erstmal so spannend wie ein Brunch mit Thea Dorn. Aber für die AfD ist Stiftung ein richtiges Zauberwort, das echt viel Cash verspricht. Erasmus-Stiftung. Bund könnte AfD-nahe Stiftung mit Millionenbetrag unterstützen. Weil sie zum zweiten Mal in den Bundestag gewählt wurden, könnten unsere lieben Nazis jetzt richtig reich werden. Denn es winkt viel, viel Steuergeld für die Desiderius-Erasmus-Stiftung. Desiderius-Erasmus. Das klingt aber schlau, irgendwie nach großem Latinum. Was ist denn das so für eine Stiftung? AfD-nahe Stiftung. Bündnis warnt vor rechter Unterwanderung im Bildungssektor. Warnung vor rechter Kaderschmiede. Stärkung des Rechtsextremismus, Streit um Steuergeld für AfD-nahe Stiftung. Ach, so eine Stiftung ist das. Das erklärt auch die Geheimniskrämerei. Am letzten Wochenende hat sich nämlich die Creme de la Creme der Desiderius-Erasmus-Stiftung ganz unauffällig zur Vorstandswahl getroffen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, in einem ziemlich zwielichtigen Hotel in Frankfurt im Rotlichtviertel. Und niemand hat sich als Kellner verkleidet, sich da mal eingeschlichen und war das ganze Wochenende mit dabei. Ah! Schade. Rechtsextreme wollen mit einer Stiftung jetzt den Bildungssektor unterwandern. Ich dachte, Bildung und Nazis, das ist wie Knoblauch und Vampire oder wie Beatrice von Storch und Selfies. Gucken Sie mal. Beatrice, du musst das... Mein Gott, goldene Regel bei Selfies, wenigstens versuchen, das eigene Gesicht zu treffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht sollte Trixi bei dem bleiben, was sie kann. Rechtsextremismus. Desiderius-Erasmus-Stiftung, das klingt erstmal super seriös. Wir fördern wissenschaftliche Forschung, wissenschaftliche Veranstaltungen und vergeben auch Forschungsaufträge. Nazis wollen jetzt Wissenschaft machen. What can possibly go wrong? Dann zeig doch mal, was du wissenschaftlich so auf dem Kasten hast, Bormann, Hohmann. Was sagt die Bibel? Am dritten Tag schuf Gott Pflanzen und Bäume und implizit das CO2. CO2 ist also kein Teufelszeug, CO2 ist ein Lebensmittel, CO2 ist eine gute Gabe Gottes. Zum Schluss. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Professor Dr. Martin Hohmann vom Institut für angewandte Klimatrottologie. Die gute Nachricht, meine Damen und Herren, wenn Rechtsextreme jetzt Wissenschaft machen, dann kann das wirklich jeder Depp. Ich auch. Moment. So, Mahlzeit. Hallo. Dankeschön. Ich bin ab sofort auch Wissenschaftler. Ich bin auch Dozent. Professor Dr. Janensis Maximus Böhmermann von der FH Lerchenberg. Willkommen im POVI-Aufbauseminar Parteinahe Stiftungen. Damit wir alle im Thema sind, haben der Dings und die Caro ein kleines Impulsreferat für Sie vorbereitet. Bitte. Wir sind Sebastian und Caro und wir halten heute ein Referat zum Thema parteinahe Stiftung in Deutschland. Eine Sekunde. Hat jemand von euch vielleicht einen Adapter? Hast du jetzt keinen Adapter mehr? Das kann mir mal passieren. Danke. Bitte schön. Sorry. Also, was ist eine parteinahe Stiftung? Also, jede große Partei in Deutschland hat eine eigene parteinahe Stiftung. Wofür sind die Stiftungen da? Muss ich schneller machen. Sekunde, bitte. Zum Zweck der politischen Bildung. 2019 bekamen sie zusammen 660 Millionen Euro vom Bund, also unseren Steuern. Und jedes Jahr wird es mehr. Mit dem Geld können sie zum Beispiel wissenschaftliche Studien in Auftrag geben oder Stipendien vergeben oder Veranstaltungen organisieren oder... Genau. Welche Stiftung gibt es? Das erklärt euch jetzt der Sebastian.
Also, es gibt verschiedene Stiftungen. Es gibt die von der SPD und von der CDU und von der FDP. Und dann gibt es noch die The Rasmus Stiftung von der AfD. The Rasmus. Erasmus. Leute, kommt da jetzt noch was, oder? Ja, also die, jede dieser Stiftungen erhielt bislang Steuergeld, wenn die, zugehörige Partei zweimal in Folge in den Bundestag einzieht, also so wie jetzt die AfD. Oh, und sonst muss diese Stiftung keine Auflagen erfüllen? Gibt's da vielleicht ein Gesetz oder sowas? Ja, es gibt ein Gesetz, glaube ich, das, Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Sorry. Okay, ja, vielen Dank für Ihren interessanten Vortrag. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz klar geworden. Es gibt also kein Gesetz, das politische Stiftungen in Deutschland zu Transparenz verpflichtet. Hier ist noch das Handout für den Leistungsnachweis. Dankeschön, Caroline. Vielen Dank. Dankeschön. Also, die Desiderius Erasmus Stiftung ist benannt nach Desiderius Erasmus von Rotterdam. Ein Dude, der aussieht wie Edmund Stoiber, der im Rotweinrausch an seinem 80. Geburtstag in den Kleiderschrank von Puff Daddy gefallen ist. Warum findet die AfD ausgerechnet den so gut? Erasmus von Rotterdam hegte eine tiefe Abneigung gegen das Judentum, die sich zum Judenhass steigerte. Er widmete ein ganzes Buch der Frage, warum gegen die Türkei und ihren bösartigen und kriminellen Mohammed Krieg zu führen sei. Alright, das erklärt einiges. Ein islamfeindlicher Antisemit. Das kann die Erasmus-Stiftung auf ihrer Homepage natürlich nicht so direkt und so offen sagen. Wir setzen uns für die Förderung des demokratischen Staatswesens und die Vermittlung staatsbürgerlicher Bildung ein. Die internationale Gesinnung, die Völkerverständigung, die Toleranz auf allen Gebieten der Kultur. Bildung, Völkerverständigung, Toleranz und Nazis zusammenbringen. Welches Mastermind ist denn in der Lage, diesen intellektuellen Spagat hinzubekommen? Ha! Oh Gott, oh Gott. Du liebes Bisschen, Erika Steinbach, die fünfte böse Stiefschwester der Jakobs-Sisters. Freiwillig aus der Band ausgetreten, weil die Pudel ihr zu links waren. Erika Steinbach, am letzten Wochenende streng geheim mit 90% zur alten und neuen Vorsitzenden der Desiderius Erasmus Stiftung gewählt worden. Hier im Hotel Monopol im Frankfurter Rotlichtviertel. Wo kommen denn diese Fotos her? Oh, Seezunge. Lecker. Das gibt's doch gar nicht. Genau das hat Erika Steinbach im italienischen Restaurant Bacco nach ihrer Wahl zur Vorsitzenden zur Feier des Tages gegessen. Die Nummer 10, Seezunge mit Zitronensauce für 25,90 Euro. Dazu gab's einen, Dankeschön, leckeren Pinot Grigio. Super nett. Und niemand hat es mitbekommen. Es war keine Presse da, kein Verfassungsschutz, keine Öffentlichkeit. Niemand. Erasmus. Der ist aber gut. Erasmus Stiftungschefin Erika Steinbach, die hat einfach Geschmack. Erika Steinbach macht rassistischen Tweet über Corona-Erkrankte. Erika Steinbach, neuer Eklat mit Nazi-Vergleich. Erika Steinbach hetzt gegen Lichtermarkt in Elmshorn. Moment! Auf den Lichtermarkt Elmshorn lass ich nichts kommen! 5, 4, 3, 2, 1, Licht an! Jawohl! Jawohl! Was hat Erika Steinbach denn gesagt gegen den Lichtermarkt Elmshorn? Ich kenne kein Land außer Deutschland, das seine eigene Kultur und Tradition so über Bord wirft. Erika Steinbach ist außer sich vor Wut wegen eines schwarzen Christkindes. Ey, sorry Erika, dass ich es bin, von dem du es erfahren musst. Aber das echte Christkind, Jesus von Nazareth, war ein Person of Color. Frohe Weihnachten! Die Stiftung um Christkindleugnerin Erika Steinbach hat etwas Cleveres vor. Langfristig gesehen wirkt politische Bildung auf die öffentliche Meinungsbildung tiefer und stärker als jeder Wahlkampf und jede Wahlkampfpropaganda. Tiefer und stärker als jede Wahlkampfpropaganda. Ich frage dich, o heiliger Desiderius Judokus von Quack, gibt es da etwas Radikales, Rassistisches? Und extremistisches, gar Gedankengut in deiner Stiftung? Radikales, rassistisches und extremistisches Gedankengut, gleich welcher Richtung, hat in der DES keinen Platz. Mein Gott, zum Glück, da bin ich aber erleichtert.
Auch Björn Höcke in Stiftung willkommen. Ach so, aber Faschisten sind erlaubt. Aha, okay, naja. Parteinahe Stiftungen, meine Damen und Herren, liebe Studierende, dürfen in Deutschland Millionen ausgeben, ohne sich rechtfertigen zu müssen. Wofür? Das hat bislang keine Stiftung und keine Partei gestört. Aber jetzt sind die Nazis da und dürfen auch ran an das viele schöne Stiftungsgeld. Und die AfD ist eben leider keine demokratische Partei wie alle anderen. Verdachtsfall. AfD wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Ach echt? Der Verfassungsschutz war auch da im Hotel Monopol am Wochenende im Frankfurter Rotlichtviertel? Das gibt's ja gar nicht. Komisch, habe ich gar nicht gesehen. Ein Stargast war aber auf jeden Fall da beim großen Erasmus-Treffen am Wochenende. Der weit über die Parteigrenzen hinaus beliebte AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen. Kein Wunder. Es gab ja auch eine leckere Kartoffelsuppe. Übrigens, die etwas zu salzig war. Da war der Koch wohl verliebt. Nanu, aber gibt's dazu keine Bockwürstchen? Doch, natürlich gab's dazu auch Bockwürstchen. Aber Jörg Meuthen war super genervt, weil es viel zu wenig Rauchpausen gab bei der Erasmus-Vorstandssitzung. Warum findet AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen die Erasmus-Stiftung eigentlich so gut? Co-Parteichef Jörg Meuthen hofft, dass seine Partei mehr intellektuellen Input von der DES bekommt. Das, was man oft im politischen Alltag oft nicht schafft, auf einer Metaebene einen intellektuellen Überbau zu schaffen. Nazis mit Zeit und Geld für einen intellektuellen Überbau. Nazis mit Metaebene? Was soll das überhaupt heißen? Ironisch Ausländer anzünden? Liebe Studierende, Sie fragen sich sicher, kann man verhindern, dass die Metanazis aus der Desiderius Erasmus Stiftung mit öffentlichen Geldern gefördert werden? Gibt es nicht einen Abschnitt in den besonderen Bewirtschaftungsgrundsätzen für Zuschüsse des Bundes aus Kapitel 0601, Titel 685-12 zur gesellschaftspolitischen und demokratischen Bildungsarbeit in der Fassung vom 5.9.2019? Alice, du bist gefragt worden. Frau Weidel? Ja, aufgepasst, Alice. Denn die Sache mit der Stiftung hat einen fiesen Haken. Wenn man für seine parteinahe Stiftung Geld bekommen will, muss man sich leider ans Grundgesetz halten. Mist! Die Grenzen des gesellschaftlichen Diskurses ergeben sich aus der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. An sie sind auch die politischen Stiftungen gebunden. Staatliche Zuschüsse dürfen deshalb nur zu verfassungsmäßigen Zwecken verwendet werden. Sagt das Bundesinnenministerium. Gender-Sternchen-Alarm! Es sind vielleicht jetzt nicht alle mitgekommen, oder? Ich erkläre es vielleicht noch mal ein kleines bisschen einfacher. So, also einmal Konzentration. Dankeschön. Danke, Konstanze. Konstanze schreibt seit 8 Jahren bei mir ihre Diss. Ja, Dankeschön. Ingwer-Tee, super. Also, noch mal ganz einfach. Wenn Stiftung verfassungsfeindlich, dann kein Geld. Das heißt also im Konkreten, wenn die AfD-nahe Desiderius Erasmus Stiftung verfassungsfeindlich wäre, bekäme sie kein, kein Geld. Bisschen lauter. Kein Geld. Kein Geld, ganz genau. Dankeschön, Janine. Und das bringt uns zu folgendem Forschungssatz, zu folgender Forschungsfrage. Ist die AfD-nahe Desiderius Erasmus Stiftung verfassungsfeindlich? Schauen wir uns hierzu vielleicht erstmal die bislang wichtigste wissenschaftliche Erkenntnis der Erasmus-Stiftung an. Deutschland hat in gewisser Weise tatsächlich den Ersten Weltkrieg nicht verloren, sondern sogar in gewisser Weise gewonnen. In gewisser Weise. Also wenn man statt verlieren gewinnen sagt, kann man sagen, ja, in gewisser Weise hat Deutschland den Ersten Weltkrieg gewonnen. In gewisser Weise ist dann die deutsche Geschichte nach dem Ersten Weltkrieg auch eine einzigartige Erfolgsstory, oder? Nationalsozialismus hin oder her? Ja, Nationalsozialismus hin oder her, oben oder unten, rechts oder links, Goebbels oder Merkel, Demokratie, Diktatur, Genozid, Stalaktit, Stalagmit, egal. Die Nobelpreiswürdige Vorsitzende der Desiderius Erasmus Stiftung hat sogar herausgefunden, Hitler war bei der Antifa. Die Nazis waren eine linke Partei. Vergessen? Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Ja, die NSDAP war links, das ist logisch. Deswegen saß die NSDAP im Reichstag auch ganz rechts, da wo heute die AfD sitzt. Dieser Tweet ist geschichtsrevisionistisch, weil er die Geschichte verdreht und nicht den Tatsachen entspricht, weil die NSDAP keine linke Partei war, sondern eine rechtsextreme Partei. Und Geschichtsrevisionismus bedeutet, dass man die Geschichte verändert, verzerrt, verdreht und eben nicht den wissenschaftlich erwiesenen Tatsachen entspricht. Lieben Dank, Frau Kollegin. Rechtsextremer Geschichtsrevisionismus ist
in gewisser Weise verfassungsfeindlich. Da kommen wir der Beantwortung unserer Forschungsfrage ein kleines Stückchen näher, liebe Studierende. Was haben Sie noch zu bieten, Frau Stiftungsvorsitzende? Kinder von AfD-Mitgliedern sind die neuen Judenkinder. Nicht schlecht, nicht schlecht. Mit dem Mindset gibt's wenigstens keine Probleme beim Check-in im Westin Leipzig. Kinder von AfD-Mitgliedern sind also die neuen Judenkinder. Aha, das klingt für uns genau nach, wer weiß es? Ja, genau, Antisemitismus von der Vorsitzenden einer Stiftung für Völkerverständigung, die Millionen Euro von unseren Steuergeldern haben will. Die Desiderius Erasmus Stiftung, vor allem durch ihr Personal, ist durch und durch von Antisemitismus geprägt. Wenn Elka Steinbach die AfD-Kinder mit den Judenkindern vergleicht, dann bedient sich von antisemitischem Gedankengut. Soweit, so verfassungsfeindlich. Kommen wir jetzt zu einem weiteren geschmacklosen Höhepunkt unserer kleinen Studie. Es geht sogar noch geschmackloser als das. Es geht um etwas, das keine Meinung ist. Rechtsextremismus. Heil Hitler, Herr Jong. Dr. Marc Jongen ist Chefideologe der AfD und Kuratoriumsmitglied in der Desiderius Erasmus Stiftung. Im Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz über die AfD und ihre Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung taucht der Name von Dr. Marc Jongen allein 42 Mal auf. Zum Beispiel, weil er sowas sagt. Der Pass alleine macht noch keinen Deutschen. Als AfD sind wir deshalb dafür, das sogenannte Abstammungsprinzip wieder einzuführen. Tolle, brandneue, nagelneue wissenschaftliche Idee. Ein, wie wollen wir das nennen? Aria-Nachweis vielleicht? Sheesh. Ja, was? Dr. Marc Jong, AfD-Bundestagsabgeordneter, ist ein gern gesehener Gast, nicht nur bei der AfD oder der Erasmus-Stiftung, sondern auch in anderen freshen Thinktanks. Sachbeschädigung etwa von Flüchtlingsheimen, die werden dann sofort mit empfindlichen, langjährigen Gefängnisstrafen geahndet. Ja, das ist wirklich ärgerlich. Immer diese saftigen Knöllchen, nur weil man Ausländer anzünden möchte. Das hat Dr. Marc Jong gesagt bei seinen germanischen Study Buddies vom Institut für Staatspolitik, kurz IFS. Da klingelt doch was, oder? Verfassungsschutz stuft Institut für Staatspolitik als rechtsextrem ein. Keine Ahnung warum. Unter einem Gartenzwerg mit Hitlergruß sitzt Götz Kubitschek, Oberleutnant der Reserve, Verleger und Besitzer des hiesigen Rittergutes. Das Deutschland, in dem ich leben möchte, das ist ein, also das ist das Land, in dem die Deutschen leben. Götz Kubitschek, Gründer des Instituts für Staatspolitik, gesichert rechtsextrem und verfassungsfeindlich. Das ist der Mann, der Glück hat, dass Danger Dan nicht Bogen schießt. Götz Kubitschek, Blutsbruder von ihm hier, Curly Björn, ein Lockenkopf, sorgt für Wirbel. Was ist denn das für ein Foto? Mein Gott, der hätte ja bei NSYNC mitmachen können oder Caught in the Act oder sogar bei Bed and Breakfast, wenn er sich nicht dazu entschieden hätte, Faschist zu werden. Wie kommen wir jetzt von Justin Timberhöcke zu ihm hier, zu Dr. Karl-Heinz Weißmann? Weil der hat zusammen mit Götz Kubitschek das rechtsextreme Gartenzwerg-Institut für Staatspolitik gegründet und ist auch aktiv in der Desiderius Erasmus Stiftung und war jahrzehntelang Gymnasiallehrer in Northeim. Wir haben zu Dr. Karl-Heinz Weißmann eine exklusive Recherche vorliegen von Deutschlands wichtigstem Nachrichtenmagazin, der Rabenpost. Die Rabenpost, die Schülerzeitung des Gymnasiums in Northeim. Die war einmal mehr schneller als der Verfassungsschutz und hat was Brisantes rausgefunden. Hier, in der Ausgabe 15 aus dem Jahr 2013, da fragt die Rabenpost den Reli- und Geschichtslehrer Dr. Karl-Heinz Weißmann. Herr Dr. Weißmann, wissen Sie eigentlich, was viele Schüler über Ihre politische Gesinnung denken? Ich habe natürlich gewisse Vermutungen. Diese Vermutungen gehen dahin, dass ein Teil der Schülerschaft davon ausgeht, dass ich wohl so etwas wie ein Nazi bin. Was? Lügenpresse! Die lügt doch die Rabenpost, oder? Weißmanns Abhandlung versucht eine Ehrenrettung des Nationalsozialismus mittels ideologischer Aufwertung, unter Ausblendung des totalen Rassenkampfes. Bestätigt auch das linksextreme Kampfblatt Neue Zürcher Zeitung. Dr. Karl-Heinz Weißmann hätte mal besser ein Coaching besuchen sollen bei Dr. Hans Hausberger. Angst der AfD vor dem Verfassungsschutz. Hausbergers Liste der No-Gos. Erasmus-Vorstandsmitglied Dr. Hans Hausberger gibt nämlich wirklich wahr Nachhilfekurse, in denen Nazis lernen, nicht so sehr wie Nazis rüberzukommen. Und Nazi-Coach und Palmalraucher Dr. Hans Hausberger, der hat Erfahrung mit Stiftungen und mit Nationalsozialismus.
In den 90er Jahren unterstützte er die rechtsradikale Kleinpartei Die Republikaner bei Stiftungsbemühungen und stellte sich selbst als Mann von Schönhuber vor, Gründer der Republikaner und einst bei der Waffen-SS. Waffen-SS, cool. Nationalsozialismus hin oder her. Rechtsextreme Feingeister wie Dr. Karl-Heinz oder Dr. Hans pushen rechtsradikale Ideen unauffällig in die Mitte der Gesellschaft. Und zwischen den beiden, Erika Steinbach, hast du gesessen am Samstag im Bakko nach der internen Erasmus-Vorstandssitzung und habt ihr über Karl-Heinz Weißmanns rote Krawatte geredet. Und dann war Karl-Heinz Weißmann so gut drauf, weil ich glaube, einer seiner ehemaligen Schüler saß auch mit am Tisch. Und dann hat Weißmann einen Witz gemacht und hat dann gemeint, so ein bisschen Rechtsextremismus kann nicht schaden. Also ich hoffe, das war ein Witz. Und dann hat die fröhliche Erasmus-Stiftungsrunde noch einen Absacker getrunken, oder? Schade, schade, dass der Verfassungsschutz nicht dabei war, aber auch Glück gehabt. Erika Steinbach, Glück gehabt! Wenn ich regelmäßig in solchen zwielichtigen Runden sitzen würde, würde ich mir langsam mal Mühe geben, öffentlich irgendwie ein bisschen harmloser rüberzukommen, als ich eigentlich bin. Ach du Scheiße, Erika, die Osterglocken brauchen doch nur leichte Nässe. Mach die Gardena-Düse aus, Mensch! In der Desiderius-Erasmus-Stiftung tummeln sich Rechtsextreme, die sehr viel Energie darauf verwenden, öffentlich nicht rechtsextrem rüberzukommen. Klar, da muss man manchmal auch Dampf ablassen. Im Internet. Neue Morddrohungen. Erika Steinbach heizte Hass auf Walter Lübcke neu an. Aber, liebe Studierende, Sie kennen sicherlich das alte Sprichwort von Desiderius Erasmus von Rotterdam. Wegen Hass und Hetze im Internet ist noch kein Regierungspräsident auf seiner Veranda von Rechtsextremisten ermordet worden. Ich fasse also nochmal wissenschaftlich zusammen. Quod excelsis deodorandum, QED. Wie soeben aufgeführt, ist die AfD-nahe Desiderius Erasmus Stiftung unter der Leitung von Erika Steinhöfel ein Konglomerat aus geschichtsrevisionistischen, antisemitischen, rechtsextremen Scheinwissenschaftlern mit schlimmen Frisuren und stellt somit eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung dar. Ein Haufen Nazis mit Doktortiteln will mit der Erasmus Stiftung unter dem Deckmantel der Wissenschaft rechtsextreme und verfassungsfeindliche Ideen in unsere Gesellschaft tragen. Es sei denn, jemand tut was dagegen. Mit Gesetzen. Und zwar schnell. Herr Böhmann, hier ist noch Ihr Adapter zurück. Ja, danke, Caroline. Leider zögern die anderen demokratischen Parteien noch etwas zu tun, weil sie selber davon profitieren, dass es für parteinahe Stiftungen keine klaren Regeln gibt. Es ist ja auch geil, einfach so die Scheine zum Fenster rauszublättern, ohne sich rechtfertigen zu müssen. Was also tun? Zuerst mal hinschauen. Die Desiderius Erasmus Stiftung genau beobachten. Wenn sie ungestört leckere Trüffelpasta essen und glauben, dass keiner zuhört oder mitschreibt. Ey, lieber Verfassungsschutz, kommt das nächste Mal auch mal persönlich vorbei ins Hotel Monopol und lauscht mal rein bei der Vorstandssitzung der Desiderius Erasmus Stiftung. Da könnte es einiges zu hören geben. Und wir empfehlen euch die fantastische Lektüre unserer geschätzten Kolleginnen von fragdenstaat.de. So, und wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann sage ich mal so, alles, was wir heute gehört haben, ist prüfungsrelevant. Das Manuskript, das können Sie für 5 € bei der Konstanze im Philosophikum abholen. Und das war mein Seminar. Vielen Dank. Dankeschön. Ja.